weitere Erkenntnisse über die Entwicklung des Klimas zu gewinnen. Es war extrem beeindruckend, was ich gesehen habe, aber es war zum Teil auch krass erschreckend. Man sieht es direkt, wie sich die Gletscher massiv zurückziehen. Man ist unterwegs auf Jahrzehntausende altem Eis und dieses Eis schmilzt einen unter den Füßen weg. Jeden Tag laufen Unmengen Wasser von geschmolzenem Eis ins Meer und Jahr für Jahr wird es mehr. Man sieht, wie in dieser Region sich ganz krass und ganz schnell das Klima verändert. Aber es ist nicht nur in der Arktis, dass sich das Klima massiv verändert. Letztes Jahr hatten wir das erste Jahr, wo das Weltklimasystem angefangen hat, instabil zu werden. Wir sahen, wie die großen Jetstreams, die das Klimasystem bestimmen, angefangen haben, über den Planeten zu wandern, mit Wärmeeinbrüchen in der Arktis, mit krassen Dürren, mit Stürmen. Dieses Jahr beginnt schon wieder. Erschreckend, wenn man sich das als Naturwissenschaftler anschaut. Wir haben dieses Jahr das erste Mal einen Küsten-El Niño vor Peru, ein Phänomen, das wir in der Form nicht kannten. Und ich muss euch wirklich sagen, wenn man mich vor 4, 5 Jahren gefragt hätte, nicht als Politiker, sondern als Naturwissenschaftler, ob die Dinge, die wir letztes Jahr und dieses Jahr sehen und erleben können, ob die in dieser kurzen Zeit eintreten, dann hätte ich gesagt, nee, macht euch keine Sorgen. Wir müssen dringend handeln, aber so schlimm ist es nicht. Es ist deutlich schlimmer, als ich das erwartet hätte als Naturwissenschaftler, der lange bei den Grünen aktiv ist. Das heißt, wir haben ganz, ganz dringenden Handlungsbedarf, um die Klimakrise noch in den Griff zu kriegen. Und was man sich da auch klar machen muss und was in dieser rauen Natur der Arktis einem noch mal sehr, sehr bewusst wird. Es geht nicht darum, den Planeten zu retten oder die Natur. Dieser Planet hat schon ganz andere Dinge überlebt wie uns. Es geht schlichtweg darum, unsere eigenen Lebensgrundlagen zu retten. Das ist der ganz entscheidende Punkt. Es geht um uns und unsere Lebensgrundlagen und diesen Kampf müssen wir gewinnen. Es geht darum, für das Kind, das in Bangladesch geboren wird und dessen Leben bedroht ist durch den steigenden Meeresspiegel, diesem Kind eine Zukunft zu geben. Es geht um die Bauernfamilie in Mali, dessen Zukunft massiv bedroht ist durch Dürren und Überschwemmungen. Ja, und es geht auch um die Kinder in Europa und in Deutschland. Auch in Europa und in Deutschland wird auf einem sich immer mehr erhitzenden Planeten keine sichere, keine friedliche Zukunft garantiert sein. Es heißt, es geht schlichtweg um die Zukunft von uns Menschen. Es ist die zentrale Existenzfrage, um die wir hier ringen. Und wenn ich mir die wichtige Arbeit anschaue, die die Klimawissenschaftler unter nicht einfachen Bedingungen da auf dem arktischen Eisschild machen, da muss man einfach klar sagen, die Klimawissenschaften stehen massiv unter Feuer. Sie werden angegriffen von US-Präsident Trump bis zu CDU-Politikern bei uns. Ich möchte mich schlichtweg hier ganz deutlich bedanken bei allen Klimawissenschaftlerinnen und Klimawissenschaftlern für die grandiose Arbeit, die sie für uns alle erledigen und die sie uns damit ermöglichen, dass wir eine bessere Chance auf eine gute Zukunft haben. Danke an euch alle. Und der angekündigte Ausstieg von Trump aus dem Pariser Klimaschutzabkommen, das ist nicht nur ein Affront. Das ist nicht nur ein Affront gegen einen internationalen Vertrag, einen der wichtigsten, wenn nicht den wichtigsten Vertrag, den wir die letzten Jahrzehnte abgeschlossen haben. Nein, dieser Ausstieg von Trump, das ist ein Verbrechen an der Zukunft der gesamten Menschheit. Und dieser Trump kommt zum G20-Gipfel nach Deutschland.
Und Deutschland ist das Gastland für G20. Und ich erwarte einfach von Merkel, dass sie doch schlichtweg nicht zur Tagesordnung übergeht, sondern dass sie ihm deutlich spüren lässt, dass es so nicht geht. Und das erwarte ich von dieser Bundesregierung. Und ich erwarte auch von Merkel, dass sie endlich aufhört, der USA hinterherzulaufen bei diesem TTIP-Abkommen. Nämlich, es kann nicht sein, dass man mit einem Land, das aus diesem Klimaschutzvertrag aussteigt, Verhandlungen über Freihandel führt. Das kann nicht sein, geschweige denn, dass man Abschluss macht. Da erwarte ich einfach Ständig und Würde. Deshalb, Frau Merkel, hören Sie auf, bei diesen, hinter der USA herzulaufen, bei diesen Freihandelsverträgen. Denn fairen Handel kann es nur geben mit Klimaschutz. Und wenn man sich anschaut, dass nur zwei Tage, nachdem Trump aus dem Klimaschutzabkommen ausgestiegen ist, der Berliner Kreis der CDU davon redet, dass Klimawissenschaftler moralische Erpresser sind, wenn sie davon sprechen, dass Klimaschutz ein Weltrettungszirkus ist, und wenn die CDU davon faselt, dass es darum geht, die Chancen zu sehen im Fischfang, dann merkt man einfach, wie weit weg Teile der CDU von der Realität sind. Ich mache mir da ehrlich gesagt Sorgen um den Bildungsstand vom rechten Flügel der CDU. Nicht dieses Ausmaß an Wissenschaftsfeindlichkeit, dieses Ausmaß an Realitätsverleugnung, da braucht es mal eine Bildungsoffensive für die CDU. Aber da darf man sich halt auch keine Illusionen machen. So ist die konservative Basis der CDU. So denken die. Und das erklärt auch, warum Merkel und Altmaier am Ende, wenn es auf die Bilanz drauf ankommt, relativ wenig zustande gebracht haben. Ich meine, sie redet ja ganz gern über Klimaschutz auf internationalen Konferenzen. Aber am Ende gibt es den alten biblischen Spruch: An ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Und dann schauen wir uns die Taten an. 2009 und 2016. Was war da gleich? Gleich war der CO2-Ausstoß der Bundesrepublik Deutschland. Ja, und verdammt nochmal, wer ist denn dafür verantwortlich, wenn nicht die Bundesregierung, diese Bundesregierung, die mit der CDU und Merkel seit 12 Jahren im Amt ist? Und dann höre ich ab und zu, dass jetzt angeblich alle Parteien auf Öko machen. Dann schauen wir uns doch mal die Tatsachen an, wenn alle Parteien auf Öko machen. Welches Land weltweit verbrennt am meisten Braunkohle von allen Ländern dieses Planeten? Welches Land ist es? Die Bundesrepublik Deutschland. Und wer hat dafür gesorgt, dass es so bleibt? Gabriel bei der SPD und Merkel bei der CDU. Ja, ist es Öko, wenn wir uns die Tatsachen anschauen? Nein, es ist das Gegenteil von Öko. Es ist die schlimmste Klimazerstörung, die man sich vorstellen kann, Braunkohle zu verbrennen. Und dann schauen wir uns doch Diesel an. Wo sitzen denn die hauptbetrügerischen Autofirmen im Bereich des Diesels? Ist VW eine Firma, die in Frankreich sitzt? Ist VW eine Firma, die in den USA sitzt? Oder gar in Japan? Nein, es ist eine deutsche Firma. Und wer ist dafür verantwortlich? Dafür verantwortlich, dass sie betrügen konnten, waren die Verkehrsminister. Zuerst von der SPD und dann von der CSU. Das ist doch skandalös. Und als es aufgekommen ist, was hatte dieser Typ, der Verkehrsminister auf Bundesebene ist, wenn er nicht gerade seine europafeindliche, bürokratiemonsterhafte und geldverschlingende Ausländermaut versucht hat durchzusetzen? Was hat dieser Typ gemacht?
Er hat sich darin geübt, den Dieselskandal zu vertuschen. Das schadet der Umwelt, das schadet der Gesundheit und am Ende schadet es sogar den Arbeitsplätzen bei uns. Denn es glaubt irgendeiner, nur weil diese unverantwortliche Bundesregierung versucht, einen Schutzzaun zu bauen um unsere Autoindustrie, dass Tesla plötzlich aufhört, Autos zu produzieren, dass Toyota plötzlich aufhört, Autos zu produzieren. Nein, sie schaden der Gesundheit, sie schaden der Umwelt und am Ende schaden sie sogar noch den Arbeitsplätzen. Und wenn wir uns das dann anschauen, nehmen wir das nächste große Ökothema, nehmen wir die Landwirtschaft, die auch viel zur Klimakrise beiträgt. Mein Gott, wir wollen den Namen des Landwirtschaftsministers gar nicht nennen. Aber was ist sein Hauptthema? Sein Hauptthema ist, dass er gegen Tofu-Würstchen kämpft. Der hat aus diesem Ministerium ein Klamauk-Ministerium gemacht. Es ist doch unverantwortlich. Und gleichzeitig schau dazu, wie die Massentierhaltung weiter eskaliert. Gleichzeitig schau dazu, wie immer mehr Bauern aufgeben. Und wenn wir uns anschauen, was mit der Artenvielfalt los ist, nicht direkt ein Klimathema, aber auch damit verwandt. 30% aller Tier- und Pflanzenarten in Deutschland stehen auf der roten Liste. Ja, verdammt noch mal, wenn das so ausschaut, dass die anderen auch Öko machen, dann wird mir Angst und Bang. Und aber was anderes zeigt mir, es braucht uns Grüne notwendiger denn je. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, angesichts der ganzen riesigen Probleme, schaffen wir das überhaupt? Schaffen wir das überhaupt, diese Probleme in den Griff zu kriegen? Und ja, da bin ich unglaublich optimistisch. Denn könnt ihr euch noch erinnern, ich bin schon ewig in dieser Partei, aber wenn ich vielleicht gar nicht so uralt ausschaue, denn ich habe mit 14, 16 angefangen. Und ich kann mich noch erinnern, damals beim Kampf gegen die Atomkraft, beim Kampf gegen die Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf. Ich weiß noch genau, da hieß es, mein Gott, Toni, was engagierst du dich denn da? Ihr schafft es doch nie. Ihr habt 5-6%. Alle anderen sind für die Atomkraft. Die öffentliche Debatte ist für die Atomkraft. Ihr habt es mit den größten und stärksten Konzernen in Deutschland zu tun. Das schafft ihr nie. Und ich habe immer gesagt, wir haben eine Chance, es zu schaffen, weil die Atomkraft gefährlich und falsch ist. Und haben wir es geschafft? Ja, natürlich haben wir es geschafft. Da zeigt sich einfach, dass wenn man mutig, hart und klar ist, dann schafft man das. Und wir haben so viel mehr geschafft, wenn ihr an die erneuerbaren Energien denkt. Deshalb, was ist jetzt zu tun? Was ist zu tun? Den Kohleausstieg durchsetzen, die 20 schmutzigsten Kohlekraftwerke in der nächsten Legislaturperiode abschalten, die erneuerbaren Energien endlich wieder zum Leben erwecken, endlich raus aus dem Verbrennungsmotor, und zwar raus bis 2030, und dabei die Bahn nicht vergessen, nämlich dieses Geschwafel immer. Ach, die Politik kann doch gar nichts machen bei der Bahn, ist ja eine AG, das ist ja ein privates Unternehmen. Lasst euch diesen Quatsch nicht erzählen. 100% der Aktien sind im Besitz des Bundes. Und wenn die Hauptversammlung ist, dann trifft sich der Verkehrsminister mit sich selbst. Und der soll angeblich nichts machen können. Der kann was machen, wenn er will. Und natürlich müssen wir raus aus der Massentierhaltung. Und natürlich müssen wir dabei die Bauern mitnehmen. Und dann heißt es immer, das ist ja gar nicht so relevant, was wir hier machen, weil die Chinesen und die Inder, erstens Chinesen und Inder haben längst erkannt, was die Bedeutung der erneuerbaren Energien ist. Aber es kommt noch was anderes dazu. Wir sind die viertgrößte Industrienation auf diesem Planeten. Die viertgrößte Industrienation. Und wenn diese Industrienation zeigt, wie es geht, wohlhabend dabei bleibt und zeigt, wie man alle Gesellschaftsschichten mitnehmen, dann hat es eine irre Wirkung, sowohl real als auch vom Vorbild, auch innerhalb von Europa. Deshalb lasst euch nicht einreden, nur weil angeblich die Chinesen inzwischen mehr machen, als diese Bundesregierung nichts machen. Deswegen müssen wir hier nichts tun. Nein, wir als viertgrößte Industrienation auf diesem Planeten haben eine irre Verantwortung, und diese Verantwortung kann man gar nicht klein genug einschätzen. Deshalb ran an den Speck, ran an die Macht und endlich diese Dinge zu verändern. Und natürlich dürfen wir die soziale Gerechtigkeit dabei nicht vergessen. Viele Menschen haben Angst vor Veränderung. Und das ist, wenn man sich in der Welt umschaut, ja auch verständlich, dass sie massiv Angst haben vor Veränderung. Aber
Natürlich geht es um soziale Gerechtigkeit bei uns Grünen, weil es ein urgrünes Thema ist. Nur wir haben eine emanzipatorische Idee von sozialer Gerechtigkeit. Aber es geht auch noch um was anderes. Wenn Menschen massiv Angst haben vor Veränderung, wenn die Arbeiter in den Fabriken und Arbeiterinnen, die den Verbrennungsmotor bauen, Angst haben, sozial abzusteigen, wenn die Menschen, die in der Kohlekraft tätig sind, Angst haben, sozial abzusteigen, wenn die Menschen, die in der Chemieindustrie tätig sind, Angst haben, sozial abzusteigen, dann wehren sie sich gegen die notwendigen ökologischen Veränderungen. Das heißt, wer ökologische Veränderungen durchsetzen will und nicht nur wegen sich selbst soziale Gerechtigkeit wichtig ist, sondern wer ökologische Veränderungen durchsetzen will, der muss sich schlichtweg sozial gerecht machen, sonst werden sie scheitern. Und allein deshalb haben wir Grüne ein massives Interesse daran, dass das Ganze sozial gerecht zugeht. Und das Gleiche gilt für Europa. Eine ökologische Veränderung kriege ich nur europäisch umgesetzt. Und ja, wir wollen ab 2017, das heißt ab Herbst wieder regieren. Wir wollen wieder regieren, aber wir werden nicht regieren, wenn nicht die entsprechenden, entscheidenden Schritte passieren. Nämlich regieren ist kein Selbstzweck. Man kann auch in der Opposition einiges erreichen. Und deshalb verlasst euch darauf. Wir werden dafür kämpfen, gemeinsam mit Cem und Katrin ein so gutes Ergebnis wie irgendwie möglich zu kriegen. Und dann werden wir in Verhandlungen schauen, was erreichbar ist. Aber nur, wenn es wirklich ökologisch, sozial gerecht und weltoffen, nicht, wir werden auch die Geflüchteten nicht vergessen, zugeht, dann sind wir bereit zu regieren. Nämlich wir wollen regieren, nicht wegen den verdammten Dienstwagen, sondern wir wollen regieren, um die Welt zu verändern. Denn wie Claudia gesagt hat, die Welt braucht es, verändert zu werden. Vielen Dank. Anton Hofreiter, voll in Fahrt, der Fraktionsvorsitzende der Bündnisgrünen, hier bei der Einbringungsrede zum Kapitel Wir machen Deutschland zum Vorreiter beim Klimawandel.